Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Andy vom eKiwi Blog und in diesem Video wollen wir uns mal das kleine Tool Disk2VHD anschauen. Was kann ich mit dem Tool machen? Das Tool erlaubt es mir, eine Festplatte, einen Datenträger in eine VHD-Datei zu überführen. VHD steht für Virtual Hard Disk. Das kann man sich als Containerdatei vorstellen, die im Prinzip Laufwerk enthält. Also statt der normalen Festplatte habe ich dann einfach eine Datei, die dann einfach meine Laufwerke und Partitionen dann enthält. Das kommt zum Beispiel zum Einsatz in Virtualisierungslösungen wie Hyper-V oder auch VirtualBox. Da kann man das Ganze dann verwenden. Da wird das Ganze als virtuelle Festplatte verwendet. Und mit diesem Tool Disk2VHD können wir eben den bestehenden Rechner hier beziehungsweise die Festplatten und Datenträger in das VHD-Format überführen. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn ich ein Backup machen will. Dafür kann ich das verwenden, indem ich dann einfach alles in eine Image-Datei sichere. Oder wenn ich zum Beispiel einen älteren Rechner archivieren möchte. Der Rechner soll weg, aber ich möchte die Programme und Daten noch irgendwie archivieren. Und dann kann ich zum Beispiel mit dem Tool den Rechner sozusagen in das VHD-Format überführen und dann das Ganze in VirtualBox oder Hyper-V dann entsprechend einbinden und dann den Rechner da sozusagen virtuell starten. Dafür kann ich das Ganze verwenden. Jetzt würde ich sagen, legen wir los. Das Tool können wir hier von der Microsoft Homepage herunterladen. Den Link packe ich wie immer mit unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr alles auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und was recht schön ist, ist, dass das Ding relativ klein und kompakt ist. Man sieht jetzt hier 564 Kilobyte, also gerade mal ein halbes Megabyte ist die ganze Sache groß. Der Download selber ist eine ZIP-Datei, die ich einfach entpacken muss. Also ich muss da nichts installieren oder sonst was, sondern einfach entpacken und dann starten. Gestartet wird das hier über eine von diesen drei Dateien. Wir haben hier dreimal eine Anwendung mit drin und für 32-Bit-Systeme wähle ich diese Datei hier aus, für 64-Bit-Systeme diese und diese Datei hier mit dem A am Ende. Das ist für ARM-Geräte, falls ihr ein ARM-Gerät habt, wie zum Beispiel das Microsoft Surface mit ARM-Prozessor. In meinem Fall wähle ich jetzt hier die 64-Bit-Variante aus, muss das kurz hier bestätigen und dann startet das Ding hier auch schon. Die Benutzeroberfläche ist sehr, sehr kompakt. Es gibt ein paar Sachen, die ich einstellen kann. Da gehen wir gleich mal kurz drüber. Aber im Wesentlichen werden mir hier meine aktuellen Laufwerke bzw. Partitionen angezeigt, was auch dann dem entspricht, was ich in der Datenträgerverwaltung dann hier sehe. Hier habe ich zum Beispiel meinen Datenträger 0, drei Partitionen. Das ist im Prinzip diese drei Partitionen hier. Und dann habe ich hier noch ein E-Laufwerk. Das ist im Prinzip mein Laufwerk, auf dem ich das Ganze hier sichern möchte. Das ist einfach dieses Laufwerk hier. Das heißt, ich möchte diesen Datenträger dann hier sichern, meinen Computer. Also wähle ich diese drei Sachen hier aus. Das E-Laufwerk wähle ich dann an der Stelle natürlich ab, weil das ist ja das, wo ich hinsichern möchte. Dann lege ich hier oben noch den Dateinamen fest. Da klicke ich hier auf die drei Punkte und wähle dann aus, wo ich das Ganze hingesichert haben möchte. Ich kann Dateinamen eingeben und fertig. Dann wird das Ganze hier übernommen. Hier oben haben wir noch ein paar Optionen. Zum Beispiel Prepare for Use in Virtual PC. Wenn ich den PC archivieren möchte und das Ganze dann in den virtuellen, also VirtualBox oder so übernehmen möchte, dann kann ich diesen Haken entsprechend setzen. Ich habe die Möglichkeit, das neuere VHDX-Format zu verwenden oder eben VHD. VHD ist das ältere Format. Man sieht jetzt hier, dass die Dateiendung sich so ein bisschen ändert, aber in aller Regel ist VHD da eine ganz gute Option, weil VirtualBox zum Beispiel kommt nur mit VHD-Dateien klar. Hyper-V auch mit dem modernen VHDX-Format. VHDX kommt mit größeren Partitionen oder Festplatten klar, aber in der Regel reicht VHD hier an der Stelle aus und ist am kompatibelsten. Ja, und alles, was ich dann noch machen muss, ist Create hier anzuklicken und dann legt er auch schon los und kopiert jetzt dann die Partition, die ich jetzt hier ausgewählt habe, in die VHD-Datei. Dauert jetzt ein bisschen, warten wir kurz ab. Okay, wir sind fertig. Disk Export to VHD completed successfully. Soweit so gut. Und wenn wir jetzt hier auf unser E-Laufwerk schauen, wo wir das Ganze hingesichert haben, dann sehen wir jetzt hier unsere Image-Datei bzw. unsere VHD-Datei. Und die enthält alles, was wir da gesichert haben, also unsere ganzen drei Partitionen der Systempartition. Und was wir jetzt machen können damit ist, wir können das zum Beispiel einbinden in über die Datenträgerverwaltung. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt hier gesichert, nehme das mit zu einem anderen Computer und wenn ich jetzt etwas daraus brauche, dann kann ich eben darauf zugreifen. Das geht über die Datenträgerverwaltung. Da gehen wir hier mal auf Aktion und dann hier virtuelle Festplatte anfügen. Und hier wähle ich dann einfach die VHD-Datei aus. Mache ich jetzt hier mal.
Also VAD-Datei auswählen, bestätigen und dann wird das Ganze hier auch eingebunden. Mal kurz warten und da sieht man jetzt hier Datenträger 2, das ist jetzt hier mein virtueller Datenträger. Entspricht jetzt eben auch hier meinem Datenträger 0, weil von dem habe ich das Ganze ja erstellt. Und hier sind eben auch alle drei Partitionen dann vorhanden. Damit wir darauf zugreifen können, müssen wir jetzt hier noch einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Rechtsklick, Laufwerksbuchstaben hinzufügen. F passt. Und sobald das passiert ist, können wir dann hier über den Explorer drauf zugreifen. Und da sind dann alle unsere Daten. Das heißt, ich kann dann hier auf die Daten zugreifen, wenn ich da irgendetwas draus brauche. Was ich ebenfalls machen kann, ist, ich kann jetzt diese VAD-Datei nehmen und auf Basis von der eine virtuelle Maschine erstellen. Das schauen wir uns jetzt an. Jetzt habe ich mal den Rechner gewechselt und jetzt wollen wir das Ganze mal in VirtualBox überführen, unsere VAD-Datei, unseren gesicherten Rechner. Analog funktioniert es auch mit Hyper-V oder auch VMware. Also, wir erstellen eine neue Maschine, virtuelle Maschine, geben den Namen ein. Das war jetzt ein Windows 11. Nenne ich jetzt einfach mal Test. Legt dann ganz normal hier zum Beispiel einen Arbeitsspeicher fest. Aber bei statt Festplatte erzeugen, wähle ich hier unten vorhandene Festplatte verwenden aus. Und hier füge ich dann die VAD-Datei, die wir gerade erstellt haben, hinzu. Wähle die aus und erzeuge die virtuelle Maschine. Und wenn ich das Ding jetzt starte, dann startet im Prinzip unser Windows-System, was wir gerade gesichert haben, jetzt hier in VirtualBox. Da ist es auch schon gestartet. Man sieht jetzt hier auch, da sind unsere Dateien, die wir vorhin abgelegt haben, also unser Disk2VHD-Tool. Das Einzige, was jetzt hier nicht passt, ist die Bildschirmauflösung, aber da muss man dann im Zweifelsfall halt noch die Gasterweiterung dann hier installieren, damit das dann entsprechend von der Bildschirmauflösung und den ganzen Treibern her passt. Aber wie man sieht, kann man so einen physikalischen Rechner in einen virtuellen Rechner überführen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein altes System noch habe, was ich da sichern will und dann einfach sicherstellen will, dass ich das Ganze hier noch als virtuelle Maschine zur Verfügung habe mit allen Programmen und Daten. Und auch als Backup ist es auch ganz gut geeignet. Da kann ich dann eben mal schnell ein komplettes System-Backup machen und habe dann alle Daten im Prinzip gesichert. Ja, das war es auch, was ich zeigen wollte in dem Video. Disk2VHD, kleines, feines Tool zur Erstellung von Disk-Images. Ich habe ja schon gesagt, Link zur Beschreibung ist unten drin. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQB-Blog.